In diesem Video zeige ich euch, wie ihr für eure echten Pferde einen Stirnriemen machen könnt. Dazu braucht ihr einen Stirnriemen eures Pferdes, Paracord oder ähnliches Material, passenden Faden und eine Nadel. Messt anhand eures Stirnriemens das erste Stück Paracord aus, wie gezeigt. Nehmt lieber etwas mehr wie zu wenig. Diese Länge braucht ihr insgesamt 6 Mal. Entfernt die weißen Schnüre im Kern. Dann legt ihr eure Bänder zu einer Schlaufe, nehmt ein Stück Faden und befestigt sie ordentlich erst einige Zentimeter nach dem Anfang, dann zur Schlaufe gelegt. Danach könnt ihr auch schon das Flechten anfangen. Flechtet bis einige Zentimeter vor Schluss. Seid ihr damit fertig, verfahrt ihr wieder wie am Anfang und sichert erst das Ende eurer Arbeit mit einigen Stichen, dann legt ihr den Rest wieder zu einer Schlaufe und befestigt auch ihn. Schneidet zum Schluss die Fäden noch kurz und sichert die Enden eurer Bänder mit einem Feuerzeug. Das Stirnband könnt ihr in Technik und Gestaltung natürlich beliebig variieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln.